Lauf. Und wie jeder weiß, von der lila-weißen Nacht darf man hier in Osnabrück nicht verlieren. Wenn es zum Bolo kommt, ist immer was drin. Also. Chemnitz wird ein ganz, ganz schweres Auswärtsspiel. Die Jungs aus Chemnitz sind gerade richtig gut drauf, gewinnen alle ihre Spiele, das ist auch sogar relativ hoch und dominant. Ja, da kommt ein harter Brocken auf uns zu, aber wir sind auch nicht ohne. Ja, seit dem Trainerwechsel haben sie sich natürlich enorm verbessert. Ne? Sie haben sich auch extrem verstärkt im Winter, haben ja ein bisschen Geld ausgegeben. Scheint jetzt alles zu funktionieren da mit dem neuen Trainer, deswegen wird es eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns werden, aber trotzdem auch eine machbare. Ich denke, wenn wir das abrufen, auch was wir gegen Bremen gezeigt haben, und auch die Leidenschaft an den Tag bringen und die kämpferische Leistung, dann darf es am Wochenende eigentlich nur einen Sieger geben. Unsere Stärke ist das Fußballspielen und das werden wir auch versuchen, in Chemnitz durchzuboxen. Und ja, wir sind optimistisch, ein gutes Spiel abzuliefern. Vor, Toni! Alex, Stefan!